Herzlich willkommen zurück zu Disco Elysium. Ja, wir sind hier immer noch im Apartment und wir müssen nach oben, denn der Raucher auf dem Balkon, wissen wir, dass er in Wohnung 28 wohnt. Trotzdem würde ich mich hier natürlich gerne noch ein bisschen weiter umschauen. Da kommen wir nicht rein, aber hier ist ja das Loch in der Wand. Auf einem Zettel steht Zwangsvollstreckung durch Martinez Immobilien und Partner. Aber hier sollte ja eigentlich alles leergeräumt sein. Hier haben wir ein Fenster. Grau, ja. Schade, dass das mit den Texten so ist. Jemand hat die Wand eingerissen. Ja, das haben wir schon mitgekriegt. Hier liegt etwas auf dem Tisch. Eine alte Einkaufsliste und Checks. Und im Kühlschrank, da haben wir noch was für Gesundheit und Geld. Das können wir doch immer gut gebrauchen. So, die Frage ist, wie kommen wir jetzt nach oben? Das da hinten schien ja doch eher wie ein Treppenhaus zu sein. Vielleicht kommt man da auch hoch. Gucken wir mal, wo wir hier landen. Auch wenn es hier erstmal nur runter geht. Revachol wird auch Revachol ausgesprochen. Oranje, Oranje und Klaasje, Klaasje. Okay. Aha, hier sind wir. Wir müssen aber nach oben. Traue dich ruhig, ab und zu etwas Schräges zu sagen. Personen mit Macht verzeihen die Leute breitwilliger, wie zum Beispiel Polizisten. Ja. Tja, wie kommen wir denn jetzt nach oben? Wir brauchen die 28. Huch, da bin ich jetzt da unten drauf gekommen. That isn't just a five-pointed star. It's an inverted white pentagram, cradled in a wreath of antlers. The iconography of communism, in other words. Du begutachtest das Symbol genauer. The star and antlers was developed in the sixth decade of the last century and quickly adopted by Mezov and the communards during the revolution. Even today, half a century after, the star and antlers retains the ability to evoke hope, disappointment and fear in equal measure. Warum steht der Stern auf dem Kopf? To symbolize the toppling of the old order. Also, some social democrats were already using it. Was hat es mit dem Geweih auf sich? The wreath of antlers represents a natural crown. It was about building a society that could exist in accord with the natural world and at the same time above it. Warum ist das Symbol weiß? Because white is the color of peace. Was weckt die Symbolik in mir, wenn ich sie betrachte? Gone. Gone is the glory of hope. Only the scribblings of impoverished students remain in dirty hallways. Wir haben Moral verloren. You are the big communism builder now. It's you or no one. Oha, da verlieren wir Moral. Ich frage mich, was passiert, wenn man... Können den mal wieder auffüllen. Was passiert, wenn man die verliert? Das ist doch bestimmt auch nicht gut. Aber hier geht es auch nicht nach oben. Wie kommen wir in den oberen Teil des Gebäudes rein? Das frage ich mich gerade so ein bisschen. Come to slit my throat in my sleep. Logic error. She is not sleeping right now. Pigs come to take me out. Trying to snuff me out. Kennst du etwa jetzt gerade? Don't get fucking clever with me, pig. You think you're so clever. Komisches Gehör. So. Ja, die Frage ist, wie kommen wir jetzt da nach oben? Schauen wir uns hier doch nochmal um. Nee, das war das. Da waren wir, glaube ich, auch schon. Nee, da waren wir noch nicht dran. Plus 1 Suggestion, minus 1 Zwielicht. Und was haben wir jetzt gerade an? Das ist eine Jacke. Plus 1 Korpsgeist. Nö, dann lassen wir erstmal den Korpsgeist, glaube ich, da.
Grabsgeist. Obwohl. Nee, wir machen mal Suggestion hoch. Suggestion hoch. Ja. Oder? Ach, wir können es erstmal so lassen. Ja, aber wie kommen wir da hin? Gibt es hier echt keine Möglichkeit? Ah, das tut mir leid. Jetzt müssen wir hier ein bisschen suchen. Der Zeichenstil ist echt schick, aber... Ach, was haben wir denn hier? Balcony steht doch hier dran. Man übersieht dann häufig mal Sachen. Ja, die Flaschen müssen wir auch noch zu Friede bringen. So, jetzt sind wir hier. Aha. Jetzt können wir vielleicht mit ihr nochmal sprechen. Oh, the piggies have learned how to saunter up staircases. I didn't think you could do that with hooves. But here you are. Wir haben uns weiterentwickelt. Das nennt man Evolution. Yeah, I can see that. Cool mutations. Sie verschränkt die Arme. That smell coming from her paint bucket. It's not paint. It's heavy fuel oil. Oi. Red-dyed heavy fuel oil is only used in government vehicles. Or at least that's the idea. Ist das Schweröl aus Regierungsbeständen? What did you think I was using? Aquarelles? Sucked it out of a cop's fuel tank myself. Back in Jamrock. She really did it. She's proud of it too. Die Dämpfe sind aber nicht gut für deine Gesundheit. Something to think about next time you're driving around in your pretty little piggy carriage. Bis später, Cindy. Gucken wir mal hier rein. Wir müssen ja die 28 finden. Ist die Frage, ob die ganz oben ist oder auf dieser Ebene. Hier hat jemand geschlafen. Vor kurzem. Cindy? Vielleicht. Genug Kohle für mehrere Winter. Sie riecht nach Chemikalien. Ah. Haben wir hier. Eine Hose plus ein Elektrochemie minus ein Reaktionsvermögen. Oh, 4,79. Perfekt. Das ist ja richtig viel. Krass. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, hier reinzugehen. Das muss man ja wirklich mal so sagen. So, das heißt, wir müssen aber auf jeden Fall noch einmal nach oben gehen. Aber hier kommen wir auch nicht so richtig dahin, wo wir hin wollen. Das Schloss ist verrostet, es lässt sich nicht öffnen. Der Stuhl ist neu, dort hinten wohnt jemand. Geld, 2,25. Über dir flattern Planen im Wind, vergessene Hämmer und Nägel verrosten. Tja, das ist nicht so ganz das, was wir wollten. Dann vielleicht hier rein. Ja, mit mehr können wir hier auch nicht interagieren. Ach so, jetzt sind wir wieder hier. Ja, habe ich vielleicht noch eine andere Tür hier übersehen? Das kann ja auch sein. Das ist ja... verrückt. Hier geht's auch auf den Balkon. Dann ist das die richtige. Aber gut, wir haben jetzt eine Menge Geld gefunden. Also für unsere Verhältnisse eine Menge Geld. Fast 7. Das ist deutlich mehr, als wir vorher hatten. Wir sind jetzt bei 10. Und halt diese Hose. Ja, wir haben hier diese Hose plus 1 Elektrochemie. Was haben wir hier für eine Hose? Plus ein Gewand, minus 1 Gewandtheit. Hier wird uns Reaktionsvermögen abgezogen. Ach komm, wir wechseln einfach mal die Hose. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was man hier wann braucht.
Der Verteilerkasten ist voller Zigarettenstummel und elektrischer Drähte. Was haben wir denn hier? Ah, da war jetzt eine. Das ist die 28? Nee, das ist der Balkon. Ja, genau, das ist der Balkon. Da gehen wir wieder raus. Und dann fassen wir unseren gelben Gedanken. The pockets of these new jeans are perfect for sticking your hand into. Makes you look cool, calm and collected. As your hand enters the pocket, your fingers brush against something, soft yet crinkly. Ach, wir finden sogar was in der Hose. Okay, cool. Du ziehst den Gegenstand aus der Tasche. Hey, it's a chewing gum wrapper. It reminds you of the fruity juice of apricots. You should inspect it closer if you have time. Something about the wrapper's texture is familiar. Mhm. By the way, the raw materials were most likely exported from Seagai, the apricot suzerainty, and processed in Sur-le-Clay into the apricot-flavored chewing gum, loved by kids of today and yesterday. Mm. Something about it is familiar, and not only to your fingers. Dann schauen wir uns das doch mal an. Interaktiv. Rekosen. Interagieren. A crinkled chewing gum wrapper. The worn label reads Tutti Frutti. It smells faintly of apricots with a barely noticeable twinge of cinnamon. You feel compelled to point out that there's nothing fruity about cinnamon. It's a spice derived from tree bark. Zimt ist keine Frucht. Can a used wrapper shrug? Seems like that's what the wrapper is doing somehow. This is not about flowers or bark. What is this about? Why are you looking at this wrapper? Warum interessiert mich das überhaupt? Good question. There is no answer or secret phrase written on the inside of the wrapper. Yet you're drawn to it. Drawn by regret. Stop before you hurt yourself with a Tutti Frutti wrapper. Throw it away, please. Ich werde es behalten, nur für alle Fälle. You carefully fold the wrapper into a square, before putting it back into your pocket, lovingly even, despite the strange feeling of regret. Okay, ja, vielleicht hat das ja was gebracht. Dann gehen wir mal weiter. Ah, was haben wir denn da? Geld. Eine Tür, mehr nicht. Momentan kommst du hier nicht weiter. Momentan. Mhm. Später vielleicht. Jemand hat Rosmarin, Thymian und einen Kaktus angepflanzt. Bisschen aus wie im Knast hier. This door is made of metal and appears to be reinforced. Someone here really values their security. Ah, hier ist aber Nummer 28. Number 28. This is where the cleaning lady said the smoker on the balcony lives. Let's see if anyone's home. Knock on the door. Wir klopfen. No one answers. Looks like the young man we are looking for isn't home. I think our best chance to catch him is in the evening. Er sieht sich um und saugt die kalte Frühlingsluft ein. We should return tomorrow after we have finished with our day's work. How about 9 p.m.? Sound good? Klingt gut. Morgen um 21 Uhr. Tomorrow, 9 p.m. right here. Apartment number 28. Good, let's go. Damn. Turns out it's quite tricky finding someone in a big apartment building. Don't worry, you'll get him. Remember, tomorrow. He's probably gone for today. Morgen, nicht heute, okay. Mal sicher gehen. Suche nach 28 nach 21 Uhr, um nachzusehen, ob jemand zu Hause ist. Alles klar. Aber erst morgen um 21 Uhr, das ist aber spät. Das ist die Tür zur Wohnung Nummer 29. Völlige Stille, es ist niemand zu Hause. Und Nummer 30. Stimmen dringen aus dem Inneren. Sie singen ein beschwingtes Tanzlied mit. Oh, das klingt gut. Da können wir aber nichts mitmachen. Gut. Kommt man denn da hin? Das ist hier alles verschachtelt. Das ist ja Wahnsinn. Ja, da kommen wir so nicht hin. Vielleicht später durch diese Tür. Dann gehen wir mal wieder raus. So, und dann gehen wir hier raus.
Vielleicht können wir dann ja tatsächlich noch zur Gärtnerei gehen. Die Frage ist, wie kommen wir zur Gärtnerei? Wo war die denn? Die müssen wir ja aufsuchen, um Ammoniak zu kriegen. Oder wir reden nochmal mit dem Manager, um an das Ding zu kommen. Das ist ja das, was ich eigentlich machen wollte. Und dann haben wir einmal mit dem Raucher gesprochen. Und schon sind wir wieder wirklich was anderes gemacht, die ganze Zeit. Auch schön. Ah doch, das gefällt mir. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Dieses Münzfernrohr ist beschädigt und funktioniert nicht mehr. Und hier unten haben wir auch noch was. So schnell kommen wir hier nicht weg. Und mit dem haben wir auch noch nicht gesprochen. Eine Garbe von Einschusslöchern zieht sich über die Mauer. So, mit denen hier unten, die habe ich auch noch nicht. Was ist denn mit euch, Leute? Was ist denn? Ach, hier spielt Buhl. Have you no shame? Whining about your back every time you bring out the measuring tape. René, you're a man with a fork in a world of soup. Please, let's just try to enjoy the game, all right? Der andere ist ein großes Sandwich. I'm trying to, but you keep breaking my concentration. You're old. I can see that. We're both old. Now stop grabbing your ass like it's a girl. 72%. Das schaffen wir. Man kann im Gespräch halt leider auch nicht das ändern. Ja, komm. Plus zwei ohne zu zögern. Gehandelt. Du nimmst die Kugel und zeigst ihnen, wie der Hase läuft. You are immediately surprised by the ball's lack of weight. No matter, you'll make it work. Du fühlst die Kugel. The cold metal ball is surprisingly smooth against your neck. It has a pattern on it, probably a sponsored ball. Yours would only be covered with bumps of learning and scars of victory. Already, your muscles are adjusting to the weight, the nervous system calibrating. Until you and the ball have merged into a single entity. The man ball is ready. Du lässt die Umgebung auf dich wirken. A chilly breeze ruffles your hair as you stand there, feet firmly planted. All sounds, smells, even the wind, everything fades until the only thing left is the union of man and ball. Ich sollte mir die Zeit nehmen, einen Blick auf mein Innerstes zu werfen. Wer bin ich? An embodiment of pure motion. A fine-tuned locomotor running at maximum efficiency. Some would still say you're a cop, but I guess we're beyond that now. Die Trägheitskraft lässt sich ebenso wenig zügeln wie bei einem Geschoss, das den Lauf der Waffe verlässt. Stoß, sei das Geschoss. A whorehouse of shit. It wasn't whorehouse of shit. The shot was at least 23 meters, probably 24 and then some. Nothing to be embarrassed about. Aber ich glaube, hier ging es eher um Buhl als um Kugelstoßen. What the hell is your problem? Offensichtlich kein schwacher rechter Trizeps. I don't care if you are a cop. You do not just ruin someone's game. It's so goddamn disrespectful. Und unsere Probe war ja erfolgreich. Moment, was? You vandalized our game, son. We can't play petanque with five bull. Petanque? Yes, petanque. You ruined our petanque game. We want our bull back. Take it easy, René. This is just a misunderstanding, isn't it, officer? No harm done. Of course there's harm done, you orange slug. You are as a goddamn bull. Okay, ich werde versuchen, das wieder in Ordnung zu bringen. Es macht ja schon Sinn, die Aufträge auch anzunehmen. Good.
Mistakes are forgiven, when men at least try to right their wrongs. I believe you will try. Now, why did you approach us? Yes, why did you come here? It's unlikely they know anything about the murder. You never know. He might know something. This is a good vantage point. Wissen Sie irgendwas über den Mann, der im Hinterhof des Whirling in Rags erhängt wurde? Unfortunately, I don't. Unlike most of the locals, I have no qualms about assisting law enforcement. But this affair has passed me by completely. Und was ist mit den anderen Bewohnern? In Martinez, the union is the law. So can you really blame them? Aber sie haben kein Problem mit den Bullen? Cop is a pejorative term. I don't have a problem with policemen. On the contrary, I admire the effort to bring order to our streets. He doesn't know about the crime. Your time is better spent discussing politics. Was ist mit den Frauen von der Polizei? I'm confident they are indispensable in regard to all the paperwork and other administrative duties. Bei der BMR gibt es keine Aufgabe, die nicht auch Frauen verrichten könnten. But you must agree that nature, in her infinite wisdom, has made men more fit to perform certain more challenging tasks, don't you? Officer? Nein, ich denke nicht, dass hier irgendeine evolutionär bedingte Ungleichheit eine Rolle spielt. Jetzt halten wir mal ganz Antifaschistes hier. Really, Officer? Match an average woman against an average man in a dark alley and see who comes out on top. Gender equality is a very noble, very modern idea. But in real life, primal roles prevail. But I do not wish to discuss this matter further. Sie spielen in einem Krater. Yes. The terrain here provides an interesting variety to a familiar game. Wissen Sie, was ihn verursacht hat? I do. Fire from heavy artillery. Okay, der Krater ist also eine Folge von Artilleriebeschuss. Aber warum? Why what? Warum hat man mit schwerer Artillerie gefeuert? Because that's what happens when communists hijack your country, execute your supreme leadership and turn your capital into a slaughterhouse. You use heavy ordnance to clean up your home. Haben Sie den Feind unter Artilleriebeschuss genommen? Sadly, no. It was the foreigners who brought them to their knees. We fought valiantly. Too valiantly. So valiantly we got licked. Fügt er hinzu und drückt dabei eine Bullkugel in seiner Faust zusammen. Should have fought dirty, like they did with their suicide sex cult propaganda and mad anarchist women strapped to shrapnel bombs. We didn't though, and we lacked caliber. God bless him, but the suzerain's cannons simply weren't big enough. It was probably a bit more complicated than that. Sie hätten einen Ort wählen sollen, der weit weg von Menschen und Gebäuden liegt. This place is a damn beachhead, son. They had to soften the commies up first. Der Brückenkopf? Yes. The military coordinated amphibious landing to take back Revachol. Martinez was used as one of the three footholds in Revachol during Operation Deathblow in 08. The other two are off in Stella Maris and the Delta. Er deutet nach Nordosten. Du schüttelst den Kopf und blickst auf den Krater hinunter. This here is Blood Ground, where Coalition boots first made landfall and cleaned those rabbit dogs out. Most likely, we're playing pétanque on their mangled corpses. Blood Ground. You got old René going there. Like he isn't hangry enough already. Aha, das erklärt all die Kriegsschäden. Damn right, son. They laid the fire of hell on the city before they stormed it. And it worked, too. Er hat einen merkwürdigen Schimmer in seinen Augen. The rest of the city got cleaned up, but Martinez they keep as a monument. And now the Union Socialists are practically running the place. Well, it's your own damn fault. You, we, the Coalition, Revachol, whoever you want to blame, never finished the job. Officially, the party never surrendered. Of course they still all influence. You don't even begin to truly understand the players on the table, let alone the specific circumstances surrounding the... What do you think? Thinking men have opinions on these things. Present one. Oha.
Tja. Das ist hart. Was sagen wir jetzt? Wir müssen ja schon eher Richtung Kommunismus gehen, oder? Ja, es ist schon richtig so. Sanfte Sozialisten, die der harten Arbeiterklasse den Weg ebnen, damit sie die Kontrolle übernehmen kann. Preposterous! Surely you don't mean it. I'm just sorry it had to be them. After 8 years of fighting those commie hyenas, boiling cats for food and drinking my piss in the mountains. I would have preferred if the right honorable King Guillaume returned to Revachal. Or even if that damn clan Frisell had risen from the grave and led us. Sadly, that was not the case. This royal failure weighs heavily on him. Instead, all that is just, holy, and beautiful in the world was wiped away, and now it's neon signs with toothpaste ads everywhere. Foreign influence peddling garbage and stupid music on the radio. This is just what the commies wanted. This was their plan all along. This is what they wanted to replace the role of the suzerain with. Was genau ist ein Suzerain? The suzerain is the king. Has everyone forgotten already? They've forgotten already. It's no use talking to you. You were still in Daddy's balls when it happened. When we took our last stand against the Filth and rode the cavalry straight into gunfire. Okay, Beherrschung legendär schaffen wir auf keinen Fall. Danke für Ihre Zeit. Lonesome. Long way home. Ah, sehr schön. Here we go. Home awaits. Walk past Station 41 and through the market. Past the Boogie Street Spearhead to the other side of the lake. The Frozen Eye at the center of the district. Then past the video rental store on the corner. There, at the end of a street lined with pine trees, a small house no larger than a matchbox. 11 Voyager Road. You no longer live there. Those times are gone. And so are those people. Why did you come here? Why are you still here? And where's the dealer? You have to get back to work. That's all you have now. Okay, also die Lerngrenze für Wahrnehmung ist auf 5 erhöht und Speed gewährt ein Psy. Aha. Langer, einsamer Heimweg. Okay, wir können es auch vergessen. Okay. Wir haben nicht genug Fähigkeitspunkte, um hier einen weiteren freizuschalten. Da muss man sich das ein bisschen genauer angucken, weil die Vergessen kostet halt auch wieder Fähigkeitspunkte, nämlich 100. Wow, das ist heftig. Dann müsste man hier vielleicht doch nicht alle direkt annehmen. Da muss man sich wirklich überlegen, was man annimmt. Ich dachte, die gehen danach wieder raus oder so. Na gut. So, und hier haben wir jetzt die versenkte Bowlingkugel, Bowlkugel müssen wir ersetzen. Sehr lustig. Okay, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.